Die Daughter of Ashes über mein Haupt im gleichnamigen Let's Play. Ich bin noch einmal hierher zurückgerannt, weil, ja, ich habe es nachgelesen. Und zwar ist die Ciarian, Carion, weiß nicht mehr, wie sie heißt, Ciarian. Die ist hier irgendwo. Ich bin offscreen hier zurückgelaufen, hab sie gefunden, hab dann ausgelockt, um die Aufnahme vorzubereiten und jetzt gerade wieder eingeloggt. Und ich finde sie jetzt gerade schon wieder nicht, verdammt nochmal. War doch da. Ah, ich glaube in diesem... Ja, sie ist direkt vor uns. Sieht ihr es? Ich kaum. You. Is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Gotta respect just a little bit. Yes. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Okay, gimme. Dark Silver Tracer, Gold May Tracer. The Lord guide thee. Tracy Tracer. Nice. May the Lord guide thee. Danke. Sonst noch was? May the Lord. Nein. Wir wollen natürlich auch nicht. Wir wollen natürlich davor zurückschreckern, ihr den Garaus zu machen. Aber mal gucken. Die Tracer-Waffen waren im Original ganz ziemlich. Ich würde sagen, ziemlich gute Agilitätswaffen oder Dex-Waffen. Ja. Ja, aber meine Agilität ist dann doch nicht so hoch, wie ich ursprünglich gehofft hatte, dass sie mal wird. Wo ist denn... Ah, the dark silver tracer, the darkness. Jetzt genau der Unterschied ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir sind anderweitig, sind wir ja quasi hier festgesattelt. Und deswegen warpen wir uns jetzt weg. Mir fallen jetzt tatsächlich... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Cloister of Exiles. Nochmal ausprobieren. Mir fällt jetzt tatsächlich nur noch eine Sache ein, die wir storytechnisch noch tun müssten. Es sei denn, die haben das jetzt sozusagen Achso, das ist das hier. Rausgepatchert. Nämlich, dass Nito vielleicht nicht mehr zu den Lord Shard oder Lord Soul Shard Besitzern gehört. Und... What? Ability blocked by the old magic. Muss ich hier jetzt nochmal was töten? Das wäre jetzt ja interessant, oder? Also das ist standardmäßig ausgeschaltet und ich muss mich hier mit dem Vögelein, du riechst so gut. Zurück. Gut. Hier hatte ich nämlich auch mal ausprobiert, ob ich mit dem Raben reden kann, was natürlich nicht der Fall ist. Ich habe gerade das Gefühl... Gott, ist das so dunkel hier, so scheißen dunkel. Okay. Da ist Lefeuer-Zeug. Aha! Und das bedeutet... Ich bin kein Fool, aber du darfst sorry sein. Ah. You shall slumber and I'm dumber. So ähnlich. Ah. Oh, you. Have you seen my lady? Nee. Oh, blast, where might she be? And would she be safe? Oh, vielleicht ist sie hier runtergegangen und ich bin hier hochgekommen. I'm sorry. Miracles, was it? Sometime. Ah, ne. Ja, ich und Miracles. Ne. Vielleicht bei Miraculi, aber... So. Ah, Armleuchter. Ich weiß, wir haben den Abstieg schon mal gemacht, aber da ich mir jetzt leider verwehrt habe, diese... schnuckelige Sache nochmal nachzuholen... Darf ich mich jetzt nochmal per Pedis hier runter auf den Weg machen? Und hoffen, dass es geht. Wir haben natürlich noch Dark Super Ornstein und Apokalypsen-Smo. Auch noch irgendwie übrig. Ich bin aber gerade nicht so richtig motiviert, das anzugehen. Ich bin ganz ehrlich. Ich werde es wahrscheinlich nochmal probieren. Wahrscheinlich am kommenden Wochenende, wenn ich wieder etwas mehr Zeit mitbringe. Eben dies zu tun. So, apropos eben dies tun. Ich tue eben diesmal dieses Item usen. Ich habe wahnsinnig viel in diesem DLC verpasst. Oder in Anführungszeichen falsch gemacht. Aber so ist nun mal der Lauf der Dinge. Und wo war es denn? Reverse Hollowing, da ist es. Und an dieser Stelle offeriere ich natürlich super liebend gerne, dass ich für einen
nicht unter Umständen direkt im Anschluss an dieses Projekt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Aber ich könnte natürlich versuchen oder ich könnte offerieren, sofern genug von euch der Meinung sind, dass das hier interessant genug ist, dass ich nicht einem blinden Durchgang folge, sondern mir vorher tatsächlich dann mal in einem Versuch 2 weitestgehend alles vorlese. Vorlese. Au. Ich meine, yay. Ach ja, stimmt, da war noch was. Noch was anlese? Moment. Das ist doch sowas gut. Ich gehe hier nochmal so ein bisschen... Oho. Den normalen Weg, weil er Spaß macht. Nein, nicht weil er Spaß macht, sondern noch ein paar Seelchen einsammeln. Ich möchte ja doch noch irgendwann in der Lage sein, die Geilomagie anzuwenden, die ich denn hier Intus habe. Also Intus im... War da noch ein Fiesmagior? Fiesmagior! Da ist er, der Fiesmagior! Da war er. Noch ein paar Seelchen einsammeln. Deswegen... Ach, aber hier kann ich leicht runter. Der Patches O'Houlihan ist ja schließlich auch nicht da. Ich könnte Vamos... Adios, por favor. Keine Ahnung, ich hätte das gerade hier... Aber der war weiter hinten, ne? Der war nicht hier, der war weiter hinten. Der Sausack, die Dumm. Der Bratzenmann. Ich glaube, der Bratzenmann war da. Um zu gucken, ob ich den Xonic Spark zurückkriege. Da wir relativ nah am Ende von allem sind, vermutlich relativ nah am Ende aller Tage dieses Playthroughs sind, kann ich das natürlich mal versuchen. Das war hier drin, gell? Ich weiß nur nicht mehr, wo das letzte Bonfire gewesen ist. Wie gesagt, da würde ich mir alle Informationen mal zusammenlesen und daraus dann mal ein Playthrough... Du Schackratte! Daraus mal ein Playthrough produzieren, was dann versucht, möglichst viele, ich sag jetzt mal Quests, wenn man das so nennen kann, mitzumachen. Unterschiede vielleicht aufzuzeigen, die ich jetzt hier leider Gottes nicht berücksichtigen konnte, weil das alles blind ist. Genauso wie das Fallen. Ich nehme ja da lieber einen hier. So. Und dann werden wir mal gucken, ob der Xonic Spark sich wieder besorgen lässt, wenn wir hier unten ein kleines bisschen mördern gehen. Weil letztendlich, bin ganz ehrlich, ich habe nicht vor, hier die Schmiedekünste besonderen Maße zu beanspruchen. Ach stimmt, das habe ich total vergessen. Ich könnte nochmal nach André gehen, um ihm den Ember zurückzugeben. Stimmt, ich könnte hier dir noch ein bisschen Seelengeld in den gierigen Rachenschlund werfen. Und mal ganz gucken, was kann man von dir kaufen? Ah ja! Nochmal zwei Stück, das ist okay. Wie viel hat... Oho! Wobei, ich möchte aufleveln. Aber es kann nicht schaden. Ich werde mir nochmal... Ja. Kann nicht schaden. Mal sehen, ob ich überlebe. Was? Du lebst ja noch. Wow, da hat er ganz schön Adrenalin angestaut. Ja, er ist wieder da! Der ist weg. Scheiße, stimmt ja. Hier gab's die geilen Gammelräder. Ich erinnere mich zu gut. Oder gibt's die Gammelräder jetzt nicht mehr? Ah, Mr. Gammelrad Nummer 1. Oh, das ist hinüber. Oh, der wollte nicht, dann will ich. Gibt ja auch Seelchen. Paar, zumindest. Man kann sie sich anziehen. Als Rückgrat. Es tut mir leid. Knacki, knack. Knack und Back. Ich glaube, man sieht ja noch viel schlechter als sonst. Aber vielleicht zählt das auch für die Antagonistenviechers.
Könnte ich jetzt theoretisch mich weiter wieder komplett ans Ende teleportionieren. Okay, wir warten, bis sie zurückkommen. Kommt her. Oh, ich bin fast unverwüstlich. Aber nicht für Ultima, Ornstein und Katzenpenner-Smoo. Naja, und ich muss dran denken, hier gab es ja auch noch andere Missetaten. Also Dankeschön, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es gewesen ist. Könnte Dark Wolfblade gewesen sein, der mir den Tipp gegeben hat. Ich könnte mal versuchen, den Vamos, por favor, in die mexikanischen Untiefen, die Alalalalalalai, zu hauen. What? Scheißdreck jetzt. Oh, ich bin natürlich wohlwissend, dass ich es brauchen werde. Es ist noch ausgerüstet, nicht wirklich. Ich weiß absolut nicht mehr, wo ich hier die Leuchtfeuer hatte. Das ist das. Ja, das war Kfumi Ones Leuchtfeuer. Ah ja, stimmt, hier oben. Drauf war eins. Da drauf? Nee. Da! Ja! Turn me around, right round, baby, right round. Wie kam ich denn da nochmal hin? Konnte man da rüberspringen oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich mach mal eben den hier. Ach so. Yeah! Da wären wir! Zum Auflevel reicht es natürlich noch nicht. Natürlich noch nicht. Okay, gucken wir mal ganz kurz, wohin wir jetzt warpen können. Keine Ahnung. Ahnung. Duke's Archives, Abyss, Sanctum of Chaos, The Nursery, Gwyn's Alter Sanctum, Anor Londos, Scheißworks, Fathead Slackmire, Moonlight Grove, Bone Chimney. Bone Chimney war irgendwas hier. Ich hoffe, ich teleportiere mich jetzt nicht zurück und muss. Ich habe mich zurück teleportiert, oder? Ja, ich habe. Wow! Nee, Gott. Parish Turret. Ach Gott, ich habe keine Ahnung, wo die Scheiße hier ist. Sanctum of the Nursery. Das war Quelaks Domäne. The Undercrypt. Undercrypt hört sich gut an. Das war vielleicht die Stelle, wo ich gerade war und muss den restlichen Weg trotzdem laufen. Dann sage ich... Okay, keine Abkürzung für uns heute. Und morgen. Und jemals. Oh, jetzt weiß ich, warum man vielleicht hier sehr früh hin will, um gewisse Wege nicht zu laufen, während sie zu dunkel sind. Ach, du bist ein groß... Er ist schon erwachsen, er ist ein großer Mann. War ein großer Mann. Nitu. Da wollen wir nicht wieder lang. Ja, was sagt man dazu? Machen? Weswegen ist das nochmal dunkel geworden? Genau, weil Anna Londo, weil ich den Prinzen umgebracht habe, weil Anna Londo durchgespielt wurde? Ich weiß es gerade nicht. Oh nein. Oh nein, ich hasse die Köters. Oh nein. Die Köters sind scheiße. Oh nein. Hasse ich die Köters? Oh ja. Was machen wir denn da am besten? Lass mal probieren, gell? Oh ja. Oh ja, das ist gut. Oh ja. Oh, und ich sollte mal das... den Soul... Spinning to winning. Okay, nicht ganz so gut, aber es ist gut. Also, halbwegs. Wenn ich jetzt den... Was habe ich eigentlich für Ringe an? Also, einen weiß ich hier. Einen weiß ich. Okay, ich habe den da. Und wenn ich jetzt noch den Magic Boost Ring anlege, muss ich mal kurz gucken. Miracle Power. Sorcery Power. Hätte ich nicht noch was anderes für Sorcery Power? Extra Magic, but reduces irgendwas. Length of Boosts. Sorcery Power. Mehr Sorcery Power als das Sorcery Power. Egal, das ist, macht noch andere Dinge cool. Okay. Ne, guck, kann ich vielleicht noch was um... Yo, ich könnte was...
Leichteres an einer Stelle anziehen und das reicht dann. 2,5. Ja, besser. Crisis avoided. Die beste Technik, um mit den Wuffels, Schnuffels zu dealen. Oh yeah! Sorcery Power! Power of the Mossy Sorcery! Es tut mir leid, ich bin gerade happy. Ich bin happy and I know it. I clapped my pants. I'm happy. Du stirbst jetzt. Sterbe, Dance. Düt, düt. Ich bin jetzt ein toller Magierin. Und der spinnt sich in die Höhle rin. Ich bin happy and I know it. Farting noises. Okay. Und ich weiß ja noch, wo das nächste Lecker... Ach, da waren sie. Ich dachte... Hier unten ist meine Knochensammlung, Nito. Ja, ich mache bald ein Knochen-Cosplay. Gut, dass ich so viele Aufladungen hier habe. Ack, 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 ack. So. Die Knochen zeigen, dass da unten ein Weg ist. Aber ich traue ihm trotzdem nicht. Ich sollte ihm trauen, aber er ist auf... Ah, hier ist der Weg. Und ich höre noch einen... Sollte nur aufpassen. Aber auch 3, 4 Bällchen reichen aus. So viel Magie habe ich jetzt nicht mehr. Aber das verlangt ja auch keiner. Das nächste Mal mache ich von Anfang an einen richtigen Magie-Build. Nur damit ihr es wisst. Weil ich kann das jetzt. Ich habe es gelernt. What? Angst! Oh oh! Ich habe gerollt, verdammte Scheiße! Nee! Da sind sie, meine Leckerseelchen, wieder. Und diesmal bin ich vorbereitet. Wo ist der zweite? Wo ist El Muchacho Nummer Dos? Toll! Ach, die Sau kommt spawnt von hinten. Stimmt, das habe ich eben beinahe natürlich auch erkannt. Aber was soll's. So, dafür gab es jetzt ein paar extra Seelen. Ich habe vergessen, mich wieder menschlich zu machen. Wollte ich eigentlich, aber... Ah. Haha! There is it! It is in sight, in Sichtweit, um genau zu sein. Und dann geht's in die finstere Kammer des Endes. Frage mich, ob ich damit schon allein eine Folge zusammenkriege, aber schauen wir mal. So, nein, falsches. Zu viele Ja's. Zu viele Druckies. So, Level up. Skate. Jetzt fehlt mir quasi noch ein Level up. Glaube ich. Ein oder zwei. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber das können wir hier feststellen. Mit dem hier. Nein, es fehlen mir noch 3! Ah! Aber ich habe hier noch Seelen in petto und die werde ich gegebenenfalls benutzen. Aber. Was ist denn mit dem Dark Dingsbums? Ich hatte doch das Dark Bad Beat. Da ist es. Ja, da möchte ich auch was drin haben. Oh, zweimal ist tot. Ja, das könnte im Vergleich bei dem, was jetzt kommt, vielleicht sogar gut sein. Keine Ahnung. Warten wir es mal ab. Okay, hier brauche ich den Skull of Skull. Ich habe glatt vergessen, mich menschlich zu machen. Bis ein paar Lebenspunkte bringen es vielleicht. Wurde auch gefragt, ob die Gegner denn hier irgendwie schlimmer sind als im Original oder normalen Spiel. Weil es kommt
dem einen oder anderen so vor, als wäre es durchaus übel, was die in der Lage sind, an Schaden rauszuhauen. Ehrlich gesagt, schwierig zu sagen. Also die, ich nenne es jetzt mal die optionalen, oh shit. Aber das Licht bringt jetzt ja auch nicht wahnsinnig viel, wenn ich das so sagen darf. Ah, ein bisschen was. Nicht wahnsinnig viel, aber zumindest ein bisschen was. Die Spezialgegner, diese roten Phantome, sage ich jetzt mal, die es vorher nicht gab, die hauen sehr viel Schaden raus. Prinz Jareel ist meiner Meinung nach... ja, also wenn er schon so designt gewesen ist, ist er meiner Meinung nach nicht so ganz optimal designt. Weil ein bisschen zu schnell. Oder vielleicht das Bild, die mehr auf Schwere nöter. Haha. Auf Schwierigkeit, auf Schwere und Traglast. Aber dafür halt auf guten Schutzwert legen. Vielleicht können die ihn einfach durchtanken. Kann ich jetzt gerade schwer beurteilen. Und, ja, gucken wir mal. Also nicht gucken wir mal. Aber ich glaube, der Unterschied ist jetzt nicht so riesengroß. Nehme ich den Schild? Probiere ich das? Ich weiß es nicht. Wobei, aus der Entfernung ist das vielleicht erstmal besser. Und dann habe ich noch meine Mörder. Schluck! Gravelord Nitor. Da ist es. Ja, das ist, geht. Das geht. Das ist sehr anspruchsvoll gerade. Es geht. Ich will das ja mal ausprobieren. Das ist schlecht. Aber das geht. Oh. Double KO! Lebt's noch? Nein, okay, es ist weg. Ja, das war jetzt Magie halt, ne? Tut mir leid, wenn jemand einen geileren Kampf erwartet hätte. Aber ich habe jetzt... Ah, das reicht zumindest für ein Level ab noch. Gut. Aber ich habe jetzt keinen Soul Shard oder sowas dazu gekriegt, oder? Und er kann Pyromantie, wie es den Anschein hat. Also ich würde in einem nochmaligen Playthrough gegebenenfalls nicht unbedingt nochmal Kalamet oder sowas machen. Kalamet war aus... Also keine Ahnung, Kalamet war... langweilig, weil die AI halt sehr, sehr eingeschränkt wurde auf Blasebalgangriffe, nenne ich es jetzt mal. Ja, aber hier ist gerade in diesem Raum tatsächlich nichts. Zumindest... What? Ich höre was atmen. Warum bin ich denn jetzt wieder hier? Entweder ist in diesem Raum jetzt was Neues oder das... Soll ich nochmal zurückkommen? I'll be back! Ja, trinken wir nochmal einen. Also das Dark Bed war deutlich schlechter, als ich es gedacht hätte. Ich glaube, das benutzen Speedrunner und die stellen sich dann vor den Gegner, hauen das ein oder zweimal raus und der Gegner ist tot. Also, gut, ich habe jetzt die Dust-Krone nicht. Vielleicht würde ich die kriegen, wenn ich nochmal dorthin zurückreise. Aber hier ist... Warum... Touch the dead bonfire. Also, es ist das tote Leuchtfeuer. Und es teleportiert einen nur hier zurück. Damit man da wieder rauskommt. Okay. Für den Fall, dass man den Homeward Bone wegschmeißt oder sowas. Okay, ich gucke einfach jetzt nochmal hier unten ein bisschen. Ich meine, hier habe ich ja schon mal nachgeguckt, aber ich meine hier ein kleines Atmengeräusch oder Atmungsgeräusch zu hören. Aber es könnte auch mein Charakter sein. Genauso wie ich manchmal meinen Charakter dafür halte, dass er oder sie wie Laufgeräusche produziert und denke, oh, wer kommt denn da? Dann bin das doch nur ich. Okay, gehen wir einfach mal per Pedis hier wieder raus. Und ich glaube, Nito war optional. Der DLC, also das DLC-Gebiet in diesem Fall nicht optional, weil Lord Soul Shard, aber dafür Nito völlig optional. Okay, dann bleibt, glaube ich, vom normalen Durchgang her nur noch den Weg öffnen.
und Super Mega Ornstein und Hulk Hogan Zerstörer Smo nochmal anzugehen. Vielleicht probiere ich es einfach einmal mit meiner neuen Magie-Power, das zu tun. Ein Level ab. Eins fehlt mir noch. Scheiße. Was ich natürlich noch ausprobieren könnte, wäre das, was Viech mir empfohlen hatte, und zwar die Seele zu benutzen für... Moment. Von... Wie heißt er noch gleich hier? Kellos! Used to disappear from sight. Boost healing effects. Soul of Manus. Das Zeug habe ich nie gebraucht. Ich gucke mal... Doom Thief. Ich use sie mal... Alle. Mal gucken, ob... Oh. Reicht das? Es reicht sogar sehr stark. Wow. Der letzte Punkt, Intelligenz. Yes. Okay. Attune Magic, wir nehmen Le Crystal Souls. Brauche ich dafür zwei? Slots 1. Hä? Ach, das dupliziert einfach einen, oder wie? Okay, dann machen wir nochmal Folgendes. Wir warpen zur Sun Chamber. Reicht er trotzdem, um einmal niedergehauen zu werden? Dann gucken wir mal, ob der Kristallspeer mir da irgendwas bringt.